Und willkommen zurück zum Giro d'Italia. Heute versuchen wir zurückzuschlagen, nachdem wir gestern vernichtend 4 Minuten 15 bekommen haben auf einer hügeligen Etappe. Hatten wir überhaupt gar keine Chance mitzuhalten, was wirklich sehr, sehr schade ist. In der Gesamtwertung hat uns das quasi alles gekostet. 3:46 haben wir jetzt Rückstand. Die Top 10 sind natürlich weiterhin drin, mehr aber wahrscheinlich nicht. Also sehr, sehr ernüchternd. Wir führen dennoch in der Bergwertung. Das ist natürlich ein Ziel, was wir auch weiterhin verfolgen können. In der unter 25-Wertung sind wir jetzt leider auch schon fast 3 Minuten hinter Adam Yates. Also das war eine vernichtende Niederlage. Diese Etappe nehme ich jetzt auch noch auf und danach mache ich erstmal eine Pause, weil das hat mich jetzt doch schon ziemlich geärgert gerade. Aber nun gut, man kann es nicht ändern. Leider ist es so, dass unser Hügelwert so schwach ist und das Spiel reagiert dann halt auch so drauf, dass wir am Hügel komplett abgehängt werden und vor allem, was glaube ich noch viel mehr reingespielt hat, dass diese Etappe so lang war. Das war glaube ich das allergrößte Problem mit den 260 Kilometern. Da sind wir auf dieser Strecke einfach nicht stark genug. Aber heute, wie wir sehen, habe ich jetzt noch gar nicht, bin ich noch gar nicht drauf eingegangen. Von Fiuggi nach Campitello Matese geht es. Wird viel und lange bergauf gehen. Hier nur Berg der zweiten Kategorie, aber ich denke mal, weil er nur ab hier gezählt wird. Viel rauf und runter und nochmal einen schönen Schlussanstieg. Wenn die Tagesform stimmt, haben wir gute Chancen, heute vielleicht wieder ein bisschen Zeit gut zu machen. Vielleicht einen Etappensieg zu holen. Die Tagesform ist sehr, sehr wichtig in diesen Rennen. Bin auf jeden Fall gespannt. Aber wie gesagt, die Niederlage von gestern sitzt schon noch ziemlich tief. Oder der Stachel sitzt noch ziemlich tief, weil ich hatte schon damit gerechnet, dass wir vielleicht 2 Minuten bekommen, aber dass wir so weit hinten im Feld landen mit 4 Minuten 15, ist schon brutal. Also, das musste nicht sein. Also vor allem, wenn wir sehen, selbst Nibali hat 2 Minuten kassiert, aber auf den haben wir jetzt auch fast über 2 Minuten Rückstand. Ziemlich ätzend, Bagi hat eine Reifenpanne, da muss er selber mit klarkommen und wir sehen jetzt schon wieder, dass das Tempo so hoch ist, dass der gelbe Balken zum Teil schon wieder weg ist. Aber es geht allen so, was ist denn hier für ein Tempo, was macht ihr denn? Ja, jetzt macht er mal halblang. Uns zeigt der Fall schon wieder nach unten. 29 Kilometer Anstieg, das ist auch heftig. Aber halt nur 4,2% steil. Gibt sogar noch mal eine kleine Abfahrt im Aufstieg. Also, hier wird jetzt erstmal hochgerollt. Auch wenn einige Fahrer wie Van Asbroek jetzt zum Beispiel schon richtig Probleme haben und durchgereicht werden. Für uns sollte das erstmal kein Problem darstellen. Der gelbe Balken lässt sich nicht mehr ganz füllen, weil die Regeneration jetzt schon etwas nachlässt. Das tut es aber bei allen Fahrern. Und man sieht, bei Pozzovivo und Aro ist der gelbe Balken auch nicht mehr ganz voll. So, jetzt haben wir schon mal quasi den ersten Teilbereich geschafft. Abfahrt auch hinter uns und jetzt geht es nochmal leicht bergauf. Bis eben zum Gipfel der zweiten Kategorie. Vorne sind 8 Fahrer weg, also brauchen wir uns um die Bergpunkte erstmal keine Gedanken zu machen. Wir fahren heute sowieso eher auf Etappensieg, obwohl der Fall nach unten schon mal nichts Gutes bedeutet. Bei Aru zeigt er natürlich nach oben, bei Pozzovivo nach unten. Er führt ja momentan, hat das rosa Trikot inne. Wir wollen erstmal mal mit. Wäre natürlich schön, dass einer aus dem Team jetzt in Führung gegangen ist, aber trotzdem ärgerlich, diese letzte Etappe. Jetzt sind wir auch noch in der Bergwertung von Jay McCarthy überholt worden, der wohl in der Ausreißergruppe dabei ist. Ja, da haben wir ihn. Ordentlicher Bergfahrer, aber ich denke mal, wenn alles gut geht, werden wir am letzten Berg auch noch Punkte holen. Bin mal gespannt, wie es läuft. Pozzovivo hat jetzt noch den Pfeil nach oben bekommen. Wir haben wieder eine 0. Aru hat plus 1, Pozzovivo auch plus 1. Also haben die auch noch eine bessere Tagesform, als wir es haben. Nicht perfekt. Ja, das Tempo ist bislang relativ gemächlich. Und vor allem ist auch wieder eine relativ kurze Etappe. Es sind jetzt schon nur noch 78 Kilometer bis ins Ziel. Von daher spielt uns das natürlich eher in die Karten.
Zum Glück haben wir ja Trainingsfortschritt Pancheur eingestellt. Da wird quasi alles trainiert, was uns fehlt. Und dann sind wir wahrscheinlich nächste Saison schon deutlich stärker. Was wir nächste Saison alles genau machen, weiß ich noch nicht. Das Ziel ist natürlich irgendwie Tour de France. Momentan führen wir ja in der Bergwertung. Ein Wertungstrikot gewinnen oder unter die Top 5 fahren in der Gesamtwertung. Das sind die Voraussetzungen, um bei der Tour de France teilnehmen zu dürfen nächstes Jahr, beziehungsweise auch schon dieses Jahr, aber das macht dann relativ wenig Sinn, wenn wir mit diesen Regenerationswerten damit fahren. So, jetzt geht es in eine richtig steile Abfahrt. Nicht stürzen bitte, Jungs. So, jetzt hakt es leider ein bisschen. Die Abstände sind jetzt schon etwas größer geworden, aber immer noch was jetzt gerade an so einem Berg. Ups, jetzt fahren sie kurz rückwärts, weil ich Pause gedrückt habe. Was an so einem Berg wie hier natürlich relativ schnell wieder weggefahren ist. Unten waren auch die Ausreißer zu sehen. In der Teamwertung sind wir jetzt inzwischen deutlich vorne. Dazu habe ich in der letzten Etappe aber nichts beigetragen. Aber natürlich, weil Pozzovivo vorne dabei war, Aru war vorne dabei und auch Laurent Bagui ist relativ gut gefahren. So, jetzt gibt es hier einen richtig steilen Berg, wo das Tempo auch erhöht wird. Pozzovivo hat einen sehr hohen Puls. 183. Aber doch jetzt normal mit drüber fahren. Ich würde sagen, auf der Abfahrt müssen wir uns da jetzt nicht unbedingt verausgaben. Ja, nee, das Feld ist zusammen. Und da werden wir uns auch keine Lücken reißen. Wir werden jetzt wieder nach vorne fahren. Da haben wir ein paar Körner gespart, während Pozzovivo und Aru mehr investiert haben in dieser Auffahrt. Ja, der gelbe Balken hat schon etwas gelitten jetzt gerade. Aber bei allen war das der Fall. Aber jetzt gibt es eine Abfahrt, da können wir ein bisschen regenerieren. Wir sehen sehr viele Tinkoff-Fahrer vorne, die natürlich für Pinot Tempo machen wollen. Jetzt ist das Tempo wieder sehr gemächlich geworden. Nochmal zweifache Geschwindigkeit, weil wir ja immer noch ein bisschen brauchen, bis wir in den Berg reinfahren, beziehungsweise vierfache. Tempo ist wie gesagt ein bisschen eingeschlafen. Bei uns ist die Form bei plus minus 0 manifestiert. Pozzovivo hat minus 1, Bagui hat eine plus 5. Bin mal gespannt, was der heute macht. Aru hat auch plus minus 0. Jetzt geht es hier nochmal in einen kleinen Berg rein. Da vorne wieder, müssen wir wieder wachsam sein. Nicht, dass das Tempo jetzt schon erhöht wird, aber wir sind schon fast über diese kleine Kuppe drüber. Und vor allem ist jetzt schon, wir sind jetzt quasi die Spitzengruppe. 50 Fahrer sind dabei. Der Balken ist nicht perfekt, das ist er aber bei keinem. Jetzt geht es nochmal in eine Abfahrt rein. Unseren Schokoriegel haben wir noch. Und ich denke mal, wir müssen uns jetzt hier nicht verausgaben. Als Feld, weil es ist keine Ausreißergruppe weg. Und was dahinter kommt, ist persönlich auch ziemlich egal. Also können wir jetzt hier noch ein bisschen Kräfte bündeln und der gelbe Balken wird auch wieder größer. Jetzt wird er bei den anderen auch. Pozzovivo hat keinen guten Tag, wenn ich mir das so anschaue. Dann könnte der heute wirklich Probleme bekommen. Aru sieht gut aus, Bagui sieht gut aus, auch bei uns sieht's gut aus. Pozzovivo regeneriert jetzt natürlich noch ein bisschen, bis der Berg beginnt. 20 Kilometer noch. Dauert aber immer noch, bis der Anstieg auch losgeht. Anscheinend heißt es da oben dann auch quasi Fuß des Berges. Habe ich das letzte Mal nicht so richtig verstanden. Ich weiß gar nicht mehr, bei welcher Rundfahrt das war. Würde dann so viel wie jetzt geht es in den Anstieg rein. Ups, das war zu. So. Und dann schauen wir mal, was wir hier erreichen können. Liegt uns eher. Pozzovivo hat wie gesagt keinen guten Tag. Das sehen wir, der gelbe Balken konnte sich jetzt auch nicht wirklich verbessern. Kasmanigas macht jetzt vorne das Tempo. Wir fahren erstmal den Pult mit. Das ist bei uns jetzt aber auch schon auf 160. Hoffen wir mal, dass es jetzt gleich steiler wird.
bringen. Boah, ist das Tempo hoch. Also Vivo kämpft da vorne schon ordentlich mit dem roten Bereich. Also der kommt nicht oben an. Also er kommt schon an, aber der wird heute sein rosa Trikot verlieren, behaupte ich mal. Attackiert wird jetzt von Romain Bardet. Müssen wir ein bisschen höher schalten. Die Gruppe ist noch zusammen. Also Vivo ist raus. Der ist platt. Er wird jetzt auch rausfallen. Fahr aus dem Weg, Junge. So, wir sind in der Spitzengruppe dran. Da folgt Pozzo Vivo jetzt auch raus. Aru ist aber noch dabei, dem geht es aber auch nicht unbedingt besser als uns. Ich denke mal, dass wir noch relativ viel Kraft haben. 169 der Puls, bei Aru ist es 185. Bagi soll uns jetzt beschützen. Okay, wäre natürlich super, und uns Kraft sparen. Sind jetzt noch 5 Kilometer bis hoch. Der Gruppe Aru hat sich abgesetzt, leider. Wir haben uns den Schokoriegel rein. Ja, vielleicht können wir nochmal vorfahren. Da lief er, wie gesagt, auch noch vor uns. Vorne sind die Topfahrer dabei. Der muss jetzt aber auch genau vor uns da rumwirken, oder was? Angeklemmt, so ein Schwachsinn. Auf, oder zieh nochmal. Jetzt lass dich nicht schon wieder einklemmen. Auf, da fahren wir doch noch hin. Der Babi fährt immer noch vor uns, zieht uns ins Ziel. Auf, oder zieh. Scheiße, Mann. Mist. Da war noch viel mehr drin. Wir hatten noch viel Power. Gut, Pozzo Vivo bricht komplett ein heute. Aber Aru, Nibali und Pinot haben uns wieder Zeit abgenommen. Yates war mit dabei. Da kommt erst Pozzo Vivo. Eigentlich ein guter Bergfahrer, ein bisschen unverständlich. Ach Manu, läuft nicht irgendwie, also so gut wie es die ersten 6 Etappen quasi lief, läuft es jetzt die letzten beiden Etappen nicht so gut. Klar, wir sind Vierter geworden, aber da war mehr drin. Unten zu defensiv gefahren, oben dann noch viel zu viel Kraft übrig gehabt. Wir konnten ja sogar noch richtig sprinten. Aber wir hätten diese Lücke, hätten wir eigentlich nicht reißen lassen brauchen. Dann wurden wir entweder noch eingeklemmt beim Hochfahren, weil er rechts nicht vorbeifahren wollte, ganz blöd. Mal schauen, wo wir jetzt in der Gesamtwertung sind. Also die erste Woche, beziehungsweise ist jetzt schon die 8. Etappe, würde ich mal sagen, eher durchschnittlich. Hätte besser laufen können. Aru gewinnt. Klar, muss man natürlich noch erwähnen, unser Team gewinnt. Da kommen wir auch schon ums Eck. Ich finde schön, dass Bagi uns dann tatsächlich noch beschützt hat, hoch ins Ziel. Aber gebracht hat es dann auch nichts mehr. Wir sind halt trotzdem nur 4. geworden. Bedeutet jetzt in der Gesamtwertung 7. Haben wir Adam Yates immerhin mal 10 Sekunden noch abgenommen, aber bei weitem nicht genug. Mikel Landa, Chris Froome haben wir hinter uns gelassen, mal schauen. Pozzo Vivo hat heute jetzt 4 Minuten verloren, dafür führt jetzt in der Gesamtwertung Thibaut Pinot. Eher ungewöhnlich, Pozzo Vivo noch 2 Sekunden vor uns, also die Top 5 sind sogar noch drin. Mikel Landa können wir, denke ich, mal schlagen, auch Pozzo Vivo können wir schlagen. Ausblick mal ganz kurz, die 9. Etappe wird wieder hügelig, 210 Kilometer. Ja, ich glaube, wir wissen, was wir davon zu halten haben. Wird schwierig, die Etappe. Mal schauen, was wir rausholen können. Ich mache jetzt mal eine kleine Pause, um meine Enttäuschung auch ein bisschen loszuwerden. Momentan sind wir 7. in der Gesamtwertung. Ich weiß, ich habe jetzt gar nicht geschaut, wie es in der Bergwertung aussieht. In der Bergwertung sind wir auch nur noch 2. Da ist Nibali jetzt vorbeigegangen, beziehungsweise 3. sind wir nur noch mit 32 Punkten, aber punktgleich mit Aru. In der Punktwertung sind wir 6. und in der Jungtalentwertung 2. Wird auch schwer, den Adam Yates da noch einzuholen. Dafür haben wir viel zu viel verloren und die nächste Etappe liegt uns auch nicht unbedingt.
Mal schauen, was wir da für eine Taktik fahren. Und danach wird es erstmal etwas flacher. Das lange Zeitfahren haben wir natürlich noch in der Hinterhand mit unserem Zeitfahrwert von 79. Und hinten raus können wir Zeit gut machen, würde ich mal sagen. Kommt drauf an, wie die Form dann ist. Wir sehen uns bei der nächsten Etappe des Giro d'Italias. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid und vor allem dann eine ganz frische Aufnahmesession. Dann bin ich auch fitter. So, bis demnächst. Ciao.